Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute wird es ein besonderes Video geben. Es gibt heute ein Unboxing einer Beautybox. Ja, und ich dachte mir, was passt besser, als heute am Weltfrauentag euch auch eine Kleinigkeit zurückzugeben, denn ich darf eine der Boxen auch an euch verlosen und habe mir gedacht, dieser Tag passt ganz gut dazu, denn eigentlich wären heute meine Monatsfavoriten dran gewesen, aber ich habe mir gedacht, dieses Video ziehe ich dann einfach vor. Dafür wird es nächste Woche zwei Videos geben, einmal am Freitag, das ja quasi ein klassisches Monatsfavoritenvideo, und nächste Woche Sonntag wird dann ein Aufgebraucht-Video kommen, damit ihr schon mal so ein bisschen wisst, was euch nächste Woche besser gesagt erwartet. Ja, und dann möchte ich auch direkt starten. Für alle Mädels, die den Tag feiern, lasst euch feiern. Ich finde natürlich, dass dieser Tag nicht nur heute gefeiert werden sollte, sondern wir Frauen müssen uns den Tag feiern lassen, denn wir geben 365 Tage im Jahr Vollgas, sind stark, machen uns stark für andere, und deshalb bin ich ganz ehrlich, feiere ich diesen Tag halt nicht. Aber für alle Mädels, die sich heute was Gutes tun möchten, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und natürlich auch ganz viel Spaß bei diesem Video, denn heute wird es um eine besondere Box gehen. Ich habe in meinen Videos, werdet ihr das, habt das schon verfolgt, ich habe bis jetzt noch nie eine Abo-Box gehabt, und als mich dann Foxy Box, so heißt die Box, angeschrieben hat, habe ich mir gedacht, warum nicht? Ich lasse mich überraschen, ich gehe da ganz neutral dran, ich kann da euch jetzt nichts Positives und nichts Negatives dazu sagen. Die positiven Sachen, die ich jetzt schon erfahren habe, werde ich euch natürlich erläutern, und ansonsten habe ich, was Abo-Boxen angeht oder diese ganzen Beauty-Boxen angeht, wirklich überhaupt keine Erfahrung. Die einzige Box, die ich ab und zu mal bestelle, ist die Bloggerbox. Aber das ist nichts, was monatlich erscheint oder was man quasi abonnieren kann. Deshalb habe ich da überhaupt keine Erfahrung mit. Aber ich schaue immer super gern die Unboxings der anderen Mädels und habe mir dann gedacht, als mich Foxy Box ganz netterweise angeschrieben hat, dass ich das doch für euch mal machen kann. Und der Inhalt ist auch super interessant, so wie ich schon gehört habe. Die Box sieht einmal so aus. Wie gesagt, Foxy Box. Ich werde euch auch alle Links mit unten in die Infobox packen. Wenn ich von jedem noch einen Gutschein, Code oder so erhalten sollte, dann packe ich euch den auch unten rein. Vorab natürlich erstmal das Unboxing. Und eine der Boxen ist für euch. Ich habe nämlich noch eine zweite stehen. Die wird dann für euch in die Verlosung gehen. Und zwar lasse ich die Verlosung ab heute zwei Wochen laufen. Das heißt, ich werde euch unten das Datum auch reinpacken. In den nächsten zwei Wochen könnt ihr euch für dieses Gewinnspiel quasi ja anmelden. Alles, was ihr dafür tun müsst, werde ich wieder unten in die Infobox packen. Deshalb, ja, bleibt auf jeden Fall dabei und schaut ruhig unten einmal rein. Denn der Inhalt ist wirklich sagenhaft gut. Ich habe mir schon so ein paar Sachen dazu durchgelesen, denn die Box kommt nicht nur so daher, sondern da kommt natürlich auch eine Zeitschrift mit, die nennt sich Foxy Mac. Und zwar nennt die sich Influencer, Hashtag Beauty, Hashtag Lifestyle. Es sind wirklich tolle Sachen drin. Also es sind wirklich Sachen auch im Bereich des Lifestyles. Das heißt, ihr habt nicht nur Mode mit drin, sondern es sind auch Sachen über Produkte mit drin. Was ich auch ganz toll fand, war, es sind ein paar Influencer-Mädels mit drin, die so ein bisschen ihren Lifestyle erklären, ein bisschen was erklären, also ein bisschen Erklärungen auch über die Foxy Box selber. Da steht auch alles drin, dass sie zum Beispiel cruelty-free ist, dass die nur Produkte reinpacken, die nicht an Tieren getestet werden. Es sind Full-Size-Produkte in der Box mit drin. Und was ich auch sehr cool fand, ist, dass die Boxen in Behindertenwerkstätten gepackt werden. Das heißt, ja, Menschen, die da arbeiten, die packen mit ganz, ganz viel Liebe diese Boxen zusammen. Und das fand ich auch sehr cool. Und ja, die Produkte sind im Bereich Beauty auf jeden Fall. Es sind Produkte dabei, die neu sind, aber auch Produkte dabei, die schon auf dem Markt vorhanden sind. Wie gesagt, nur Full-Size-Produkte, und der Wert der Box sind über 100 Euro. Also ich kann euch am Ende des Videos sagen, was diese Box an Warenwert hat. Ihr zahlt 39,99 für eine einmalige Box. Wenn ihr sie im Abo abonniert, da werde ich euch den Link reinpacken. Kostet sie natürlich weniger. Deshalb schaut es euch gerne an. Der Link dazu ist gleich unten, also ist nachher unten in der Infobox. Und ich möchte auch direkt starten. Die Farbe ist natürlich wie für mich ja gemacht. Ja, dieses Rosa mit diesem kleinen Fuchs fand ich sehr, sehr schön. Und die Box ist echt ganz schön schwer. Deshalb, ja, bin ich sehr gespannt, was da drin ist. Ich möchte auch direkt starten. Und von vorne lässt die sich öffnen. So sieht sie dann einmal von innen aus. Sehr schön gemacht. Auch schön verpackt. Das heißt, es kann nichts kaputt gehen mit diesem Streumaterial. Und wir werden jetzt auch direkt starten. Es sind in der Regel immer zwischen 5 und 8 Produkte in einer Box, je nachdem, was den Waren, wie es den Warenwert halt angeht. In diesem Fall haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte drin, was ich sehr cool finde. Und ja, wie gesagt, es ist alles im Bereich von Beauty und Lifestyle aber auch. Und ich möchte mit dem ersten Produkt starten, was hier drin ist. Und zwar nennt sich das Moringa. Eine ganz, ganz, deswegen war auch die Box so schwer. Es ist eine Glasflasche. Steht drauf, The Essence of Africa, from Africa, made in Africa. Es ist ein 100% reines Moringa-Öl, Anti-Aging-Öl steht drauf.
Und dieses Produkt ist 100% natürlich, ohne Zusatzstoffe und ja, soll die Zellalterung verlangsamen, die Hautporen verfeinern und die Faltentiefe reduzieren. 100 Milliliter sind drin, es ist haltbar, ja, quasi 2 Jahre. Sehr interessantes Produkt, kenne ich überhaupt nicht, ist auch ein neues Produkt und das hat einen Warenwert von, ich glaube, also ich hatte es nachgelesen, das hat einen Warenwert von 16,95 Euro. Wenn man überlegt, 39,99 Euro kostet die Box, damit haben wir schon die Hälfte quasi raus. Das zweite Produkt ist auch von der gleichen, ja, Marke quasi, heißt aber ein bisschen anders, auch The Essence of Africa, nennt sich Baobab Hautschutzöl, sind auch 100 Milliliter, also sehr interessantes Fläschchen auch und ja, das ist für eine Pflege für gestresste Haut, für Entzündungen und auch für Dehnungsstreifen. Ja, welche Frau da draußen hat die nicht, ja, auch die, die keine Kinder gekriegt haben, auch die Mädels, die vielleicht abgenommen haben, zugenommen haben, also mit Dehnungsstreifen müssen wir ja alle so kämpfen und ja, finde ich auch sehr interessant, ist auch ein reines 100%iges Hautschutzöl ohne Zusatzstoffe. Das kostet sogar 19,95 Euro. Deshalb mit den beiden Produkten sind wir schon bei fast 40 Euro und man hätte dann quasi den Warenwert der Box schon quasi raus. Wie gesagt, ich kenne die Produkte nicht, kann dazu nicht viel sagen. Ich werde sie aber natürlich ausprobieren und euch dann im nächsten Monatsfavoritenvideo auf jeden Fall was zu den Produkten berichten. Das nächste Produkt, was drin ist, ist für mich perfekt. Natürlich ist es nichts für jedermann. Das habt ihr aber auch in allen anderen Boxen, ja, dass ihr Produkte drin habt, die vielleicht nichts für euch sind, die man aber weiter verschenken kann, weitergeben kann. Und zwar ist das ein Produkt von der Marke Hair Doctor, habe ich schon viel von gehört. Es ist ein Booster für Wachstum, ja, bei Haarausfall und dünner werdendem Haar für Frauen und Männer. Steht drauf, einzigartige Wirkstoffformel bewegt mit innovativer Kapseltechnologie eine erhöhte Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Produkt für Haarwachstum, wenn ihr mit Haarausfall zu kämpfen habt. Ich habe das immer wieder, auch wenn man es mir in meine Haare nicht ansieht. Ich habe immer wieder mit Haarausfall zu kämpfen. Ich hatte schon dreimal in meinem Leben kreisrunden Haarausfall. Deshalb, was Haarausfall angeht, kenne ich mich wirklich gut aus und richtig viel helfen tut da nichts. Man kann viele Sachen aktivieren und das soll es halt. Es aktiviert dann einfach mit Koffein auf jeden Fall Biakapil, Folikusan. Es sind so ganz verschiedene Wirkstoffe drin, die Haarwurzel aktivieren sollen. Deshalb sehr interessantes Produkt, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Kostet 59,95 €. Also wenn man überlegt, mit den anderen Produkten sind wir jetzt schon bei fast 100 Euro. Und auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt. Wie gesagt, ist nichts für jedermann, aber für den, der es gebrauchen kann, ist es ein super Produkt. Mache ich weiter mit dem nächsten Produkt und das finde ich auch super interessant. Ich kenne die Marke überhaupt nicht. Also ist auch wieder was Neues, denke ich mir mal. Die Marke nennt sich Glim You und das Produkt ist Glim Fresh Tonic Essence Spray Fresh Glow to Go Prime Balance and Care. Also das ist ein, quasi ein Gesichtsspray, was mit Lotenblütenextrakt ist für den belebenden Feuchtigkeitskick und für Glow. Ja, 2-3 Mal ins Gesicht sprühen, 20 cm Entfernung. Sehr interessantes Produkt. Ist auch 100%ig vegan. Das sind fast alle Produkte. Also wirklich sehr interessant. Sind drin 150 ml. Das Produkt kostet 16,95 €. Kann man als Toner nehmen, kann man aber auch, finde ich, als Fixing Spray nehmen oder morgens, wenn man einmal Gesicht gewaschen hat, quasi als Pflege mit aufsprühen. Also es hat, glaube ich, eine ganz vielseitige Anwendung. Und wir werden jetzt auch mal dran schnuppern, weil ich bin ja so ein Geruchsmensch. Oh, das riecht aber gut. Das riecht so ein bisschen, ja, so blumig, ganz frisch. Ist ja auch Lotusblütenextrakt drin. Bin ich sehr gespannt, wie das sein wird. Werde ich euch auf jeden Fall auch demnächst berichten. Ist mir doch vor Freude glatt das Produkt aus der Hand geflutscht. Also heute ist irgendwie auch der Tag nicht so meins. Aber wie gesagt, ein sehr interessantes Produkt werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Marke Glim Fresh Toning Essence Spray. Kann, finde ich, auch jeder gebrauchen. Ein super interessantes Gesichtsprodukt. Und ja, werde ich euch auf jeden Fall zu berichten. Preis, wie gesagt, 16,95 €, ihr Lieben. Machen wir weiter mit dem nächsten Gesichtsprodukt. Das ist auch ein Pflegeprodukt. Das ist eine Marke, die kenne ich schon sehr, sehr gut. Und zwar nennt die sich No No Makeup. Das ist eine Marke, die bekommt ihr auch bei DM. Ja, und zwar ist das in dem Fall 75 ml 3-in-1 Cleansing Oil Gel, ein 3-Phasen Reinigungsgel, finde ich super interessant. Ist es also, bei der Marke ist es auch auf jeden Fall so, ihr bekommt da ein Produkt, was vegan ist, was nicht an Tieren quasi getestet wurde. Und bei dem Produkt ist es ein Öl plus Milch plus Cleanser, also man trägt das quasi auf. Ist ein 3-Phasen Produkt für porentiefe, reine Haut mit Planktonextrakt, ätherischen Ölen aus Orange,
Orange und Ingwer, klärt und pflegt dabei, Haut sanft und gründlich zum Schäumen, genau, Kreise bewegen, feuchter anmassieren und abspülen. Ein sehr interessantes Produkt, das kenne ich noch gar nicht. Ich kenne ein paar Produkte von der Marke No, aber das kannte ich jetzt noch nicht. Kostet 7,95 €. Wie gesagt, das ist auch ein Produkt, was man bei DM zum Beispiel bekommt. Dann haben wir noch ein letztes Produkt aus dem Bereich Beauty, was ich auch sehr cool finde. Und zwar ist das von der Marke Hypoallergenic. Das ist diese Marke, die ihr auch bei Müller auf jeden Fall bekommt. Und zwar ist das ein Waterproof Mousse Eyeshadow. Ja, quasi ein Lidschatten in Mousseform, der wasserfest sein soll. In der Farbe 02. Das ist ein ganz toller Champagnerton. Also man sieht es an der Seite. Hier könnt ihr ihn sehen. Jo, da ist ein kleines Plättchen drin. Da werden wir mal einfach so ein bisschen reingehen. Ist von der Konsistenz ein bisschen fest, auch wenn es ein Mousse ist. Ich gucke mal einmal, mit meinen langen Nägeln ist das mal ein bisschen schwierig. Oh ja, eine sehr interessante Farbe. Also ist das interessant, eine Farbe, die wirklich jeder tragen kann. Hier ist sie einmal, kann man sogar als Highlighter nehmen, finde ich. Sehr cool. Ist ein bisschen fester von der Konsistenz. Ich dachte jetzt, es wäre sogar noch weicher. Ein bisschen fester, aber ihr seht, das ist ein sehr schöner Farbton. Kann jeder tragen. Wie gesagt, ich würde es sogar als Highlighter tragen. Sehr interessantes Produkt. Ich kenne die Marke Hypoallergenic schon, aber ich habe noch nie was von denen getestet. 4,99 € ist da der Preis und ich finde es gut, dass sie eine Farbe genommen haben, die eigentlich jeder tragen kann. Ist so ein klassischer Champagnerton, wie ihr seht. Ne? Dann kommen wir zum letzten Produkt, zum siebten Produkt, und das habe ich auch schon öfter irgendwo entdeckt und gesehen, habe es aber nie mitgenommen. Finde ich sehr interessant. Und zwar ist das die Sauberkugel, mein Taschenreiniger. Ich weiß nicht, für alle Mädels, die es vielleicht schon kennen, ja, ihr werdet wissen, wie es funktioniert. Es soll wohl so funktionieren. Ich öffne das einmal gleich. Und zwar ist eine Kugel, wie ihr seht, so eine Kunststoffkugel. Und da drin ist wie so ein Gummiball, ja. Also wirklich wie so ein Flummi, kann man sagen. Und dieser Gummiball, der ja, saugt quasi die ganzen Krümel auf. Ihr schmeißt es in eure Tasche, in eure Handtasche. Und alle Mädels da draußen werden es kennen, ja. Unsere Handtaschen sind ja meistens nicht so klein. Alles Mögliche sammelt sich. Dann schmeißt man die rein, und dadurch, dass es halt eine Kugel ist, die sich immer hin und her bewegt, ja, sammelt die quasi die ganzen Krümel und die ganzen kleinen Dreckstückchen auf, und dann kann man das wohl auch waschen, man kann das öffnen und dann über warmem Wasser laufen lassen, und dann sind diese ganzen Flusen, die ganzen Krümel wieder ab. Ein sehr interessantes Produkt, und dann noch in der Farbe Pink, finde ich sehr cool, werde ich auf jeden Fall ausprobieren, steht auch drauf. Staub, Flusen, Krümel, Sandkörner aus deiner Tasche, kostet 8,90 €, auf jeden Fall auch ein interessantes Produkt, und ich finde auch, dass man wirklich die Produkte fast alle benutzen kann. Also klar, das Haarmittel jetzt vielleicht nicht unbedingt für jeden gedacht ist, aber es ist auf jeden Fall eine Box mit Produkten, wo man was mit anfangen kann, und auf jeden Fall auch Produkte, die man teilweise schon kennt oder alte auf jeden Fall auch weiter verschenken kann. Also eine sehr interessante Box. Ich werde die Produkte auf jeden Fall dazu ausprobieren und euch da in den nächsten Videos zu berichten. Und wie gesagt, ja, die zweite Box, die ist dann für euch. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten in der Infobox verlinkt. Und ihr müsst einfach nur Abonnent meines Kanals sein, den Hashtag Foxybox benutzen, unten in den Kommentaren dem Video einen Daumen nach oben geben. Und dann seid ihr auch schon im Lostopf. Ja, und ich hoffe, dass dieses Unboxing euch gefallen hat. Wenn ihr mehr Unboxings sehen möchtet oder sagt, oh Mary, kannst du für uns mal die Box auspacken, dann lasst mich das gerne mal wissen, weil ich überlege sowieso schon länger, ob ich nicht eine Box abonniere. Nur ich kann mich nicht so richtig entscheiden, welche. Wenn ihr da einen besonderen Wunsch habt, dann schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich allen Mädels ganz viel Glück bei dieser Boxverlosung. Ja, macht alle gerne mit, denn wie gesagt, die hat einen tollen Warenwert. Ich habe das ausgerechnet. Das ist ein Warenwert von fast 140 €. Und selbst wenn man sie kauft, ist es ein Preis von 40 €, also 39,99 €. Man hat 100 € quasi noch on top geschenkt. Also auf jeden Fall eine, ja, vom Preis her lohnend Werte Box. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Erscheint auch monatlich. Und deshalb, ja, hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich habe es aber auch heute mit dem Verhaspeln. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.